Heute. Herzlich willkommen bei den Mosel Open 2009. Vom 30. April bis zum 3. Mai 2009 richtete der Verein der Moselfalken im Rahmen eines internationalen Wettbewerbes FAI Kategorie 2 wieder die Landesmeisterschaften Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Gleitschirmfliegen aus. Es haben wieder viele lokale Piloten aus Nordrhein-Westfalen sowie Rheinland-Pfalz teilgenommen und die Möglichkeit genutzt, mit erfahrenen Streckencracks und routinierten Ligapiloten die eigene Performance zu verbessern bzw. eine Heranführung an geschlossene Flugaufgaben zu erhalten. Die gute Organisation, bei der sich vor allem Simon Kirsch und Oliver Blonske von den Moselfalken Arme und Beine ausrissen, sicherte einen reibungslosen Ablauf. Der Shuttle-Service klappte perfekt, die Stimmung war hervorragend, auch wenn das Wetter nicht immer mitspielte. Aber die 92 Pilotinnen und Piloten ließen sich den Spaß zu keiner Zeit verderben. Auch mal langes Warten am Startplatz sorgte nicht für Verdruss. Dafür waren die Aussichten viel zu schön oder man versuchte sich anderweitig zu beschäftigen. Insgesamt ein toller Event mit vielen schönen Flugszenen, stolzen Gewinnerinnen und Gewinnern, die Mosel Open 2009, der Gleitschirm-Event in der Region.
fucking turbulent. And I was very, very scared. Und ich fliege ja jetzt schon 9 Jahre Nationalmannschaft. Bei mir ist das schon längere Ablauf. Der Uli ist jetzt ziemlich frisch dabei. Dieses Jahr Nationalmannschaft erstes Mal für ihn und sehr gut gelaufen. Also er hat wirklich eine gute, starke Saison hinter sich. Und man merkt, er ist am Kommen. Mhm. Und das ist für mich eine unheimlich schöne Sache, weil wir haben eine Stagnation gehabt bei den Deutschen, bei den Guten. Da waren immer so 3, 4, die gut waren. Und danach fing es eigentlich schon ein bisschen ab. Und jetzt merkt man so durch Uli und so, da kommt wieder frisches Blut rein. Das motiviert einen selber auch, so sich neue Gedanken zu machen, so an seiner Leistung ein bisschen zu feilen. Und das pusht insgesamt so das deutsche Niveau ein klein bisschen höher wieder in der Wettkampfszene. Die Hosen halten, so einfach froh, dass es, ja, echt reibungslos funktioniert hat. Hey, hier! Oh ja, you see! Ja, ich würde dir gerne noch ein paar Worte sagen, und zwar möchte ich mich ganz recht herzlich bei den Organisatoren bedanken. Und vor allen Dingen bei den ganz, ganz vielen Helfern. Ihr habt da super Leistung gebracht und Startleitung, alles oben, es war perfekt. Ich freue mich echt, hier gewesen zu sein und freue mich darauf, nächstes Jahr wieder zu kommen.